Man hört es überall und es ist schon fast egal, wen man fragt. Wer mit der Geldanlage anfangen möchte oder generell eine gute mittel- und langfristige Geldanlage sucht, der kommt um ETF-Sparpläne nicht drumherum. Doch auch in diesem Bereich ist die Auswahl richtig groß mittlerweile. Und auch wenn Filialbanken tatsächlich noch für Depots Gebühren verlangen, sind die Onlinebanken und Direktbanken deutlich großzügiger. Welche Anbieter sich hier besonders für eignen und welche wir persönlich für unsere Geldanlage beim kostenlosen ETF-Sparplan nutzen, das verraten wir euch in diesem Video. Los geht's! Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Mein Name ist Simon, ich bin der Finanznerd und wir möchten euch mit diesem Video einen Vergleich liefern, welche Depotanbieter sich besonders eignen, wenn man denn sein Geld mit kostenlosen ETF-Sparplänen anlegen möchte. Dabei zeigen wir euch auch, wie gesagt, welche Anbieter wir dazu verwenden. Und wenn ihr unseren Kanal regelmäßig schaut oder vielleicht sogar Abonnent seid, dann wisst ihr es ja, wir gehen gemeinsam mit unseren Zuschauern auf eine finanzielle Reise. Und in einem der vorherigen Videos haben wir uns ja drei Schritte angeguckt, wie man denn mit dem Investieren mit wenig Geld oder auch als Anfänger beginnen kann. Bei Schritt Nummer 2 ging es auch um das Thema Depot und genau deshalb wollen wir euch damit unterstützen, damit ihr das Ganze auch in die Praxis bringen könnt und starten jetzt mit unserem Vergleich. Wir haben bei dem Vergleich die folgenden Anbieter mit einbezogen. Flatex, Comdirect, OnVista, Consorsbank und DKB. Es gibt natürlich noch viel mehr Anbieter, die wir aber bereits vorher aussortiert haben. Bei unserem Vergleich geht es ja speziell darum, welches Depot bzw. welcher Anbieter gut geeignet ist für kostenlose ETF-Sparpläne. Wenn man schon etwas fortgeschritten ist und darüber hinaus dann Optionsscheine behandeln möchte oder Trading oder irgendwelche Zertifikate, dann kommt es bei den Depots natürlich auf ganz andere Faktoren an. Wir haben uns mal, aber wie gesagt, auf die kostenlosen ETF-Sparpläne berufen. Dabei haben wir folgende Kriterien für unsere Auswahl angesetzt. Die Depotgebühren bzw. Kosten, die beim Depot anfallen können. Dann die Mindestsparrate, die der jeweilige Anbieter verlangt. Das kann ja auch entscheidend sein, für welchen Anbieter man sich entscheidet, je nachdem, welche Strategie man bei der Geldanlage fahren möchte. Und die Anzahl der angebotenen kostenlosen sparplanfähigen ETFs. Auch das ein wichtiges Merkmal. Starten wir also gleich mit den Kosten und Depotgebühren. Alle getesteten Anbieter haben keine Depotgebühren, was ja schon mal eine positive Nachricht ist. Bei Flatex ist es so, dass neben dem Depot ja auch immer ein Verrechnungskonto existiert. Das ist dafür da, wenn zum Beispiel die ETFs Gelder ausschütten oder man Anteile verkauft hat, dann wird dort das Guthaben aufbewahrt. Auf diesem Verrechnungskonto gibt es allerdings einen Minuszins oder auch Strafzins von 0,4%. Man sollte also dort nie größere Summen längere Zeit lagern. Wenn man das Depot aber auch nur für die kostenlosen ETF-Sparpläne nutzt und ja dann immer seinen Sparplan auch ausführt, dann passiert das ja auch gar nicht und die Kosten fallen also nicht so ins Gewicht. Bei der Comdirect ist das Depot dort erstmal nur für 3 Jahre lang kostenlos. Es hat sich hier schon gebessert, vor kurzem war das noch ein deutlich kürzerer Zeitraum bei der Comdirect, aber sie haben das Ganze auf 3 Jahre erweitert. Um danach weiterhin das Depot kostenlos führen zu dürfen, muss man dann entweder 2 Trades im Quartal machen oder man hat auch ein Girokonto bei der Comdirect oder man führt einfach diesen Wertpapiersparplan, den man aufgelegt hat, regelmäßig weiter. Also mindestens 1 Ausführung pro Quartal. Auch dann bleibt das Depot kostenlos, ansonsten fallen 1,95 Euro pro Monat an. Aber trotz dieser kleinen Einschränkung kann man sagen, dass die genannten Anbieter deutlich günstiger sind als die klassischen Filialbanken um die Ecke. Dort kostet ein Depot schnell mal 15 bis 70 Euro jährlich und was ja gerade bei kleinen Sparraten die Rendite deutlich schmälern würde. Das geht also bei Direkt- und Onlinebanken deutlich besser. Kommen wir jetzt aber nun zu einem Kriterium, wo sich die Anbieter schon deutlicher unterscheiden und hier geht es jetzt schon um die persönliche Strategie, die man fährt. Steht man noch am Anfang und hat nur wenig Geld zum Investieren zur Verfügung oder ist man schon einen Schritt weiter und führt eventuell 4, 5, 6 Sparpläne mit jeweils 100 Euro monatlich aus? Daran kann es sich dann schon entscheiden, welche Anbieter in die engere Auswahl kommen. Wir sehen nämlich in unserer Aufstellung, dass gerade mal 2 der genannten Anbieter auch schon Sparraten ab 25 Euro monatlich unterstützen. Bei den anderen Anbietern geht es erst ab 50 Euro monatlich los. Wenn man allerdings nur einen kleinen Betrag zur Verfügung hat, vielleicht 25 oder 50 Euro, dann kann man halt bei diesen Anbietern überhaupt mit dem Investieren anfangen. Oder aber wenn man 50 Euro hat, kann man dann schon auf 2 ETF-Sparpläne gehen, was ja für eine Streuung des eigenen Depots sorgt. Das Ganze wird Diversifikation genannt und das bringt einfach mehr Sicherheit.
Denn letztendlich geht man dann in unterschiedliche Bereiche und sorgt dafür, dass wenn der eine Bereich mal nicht so gut läuft, der andere Bereich das Ganze, zumindest in der Theorie, auch wieder auffangen kann. Also bei wenig Geld und gerade für Anfänger können dieses Kriterium ein ganz wichtiges sein und man sollte sich dann eher auf die Comdirect oder die Consorsbank konzentrieren. Nachdem wir jetzt gesehen haben, dass die Depots der genannten Anbieter richtig günstig sind bzw. keine Kosten verursachen und wir wissen, welche Mindestsparraten bei den jeweiligen Anbietern anfallen, schauen wir uns jetzt noch an, wie viel sparplanfähige, kostenlose ETFs beim jeweiligen Anbieter verfügbar sind. Hierfür gehen wir zurück in die eben gesehene Tabelle. Wir sehen dort, dass Flatex mit Abstand das größte Angebot an kostenlosen Sparplan-ETFs hat. Immerhin aktuell 352. Aber auch die Comdirect hat 170, die Consorsbank aktuell über 170 und die DKB 167. Der einzige Anbieter, der hier etwas rausfällt, und das ist auch wieder eine Neuerung, die vor kurzem bzw. Mitte diesen Jahres gekommen ist, ist OnVista. Dieser Anbieter war richtig gut und hatte eine riesige Auswahl und das Ganze auch anhand von kostenlosen ETFs. OnVista hat das Gebührenmodell allerdings umgestellt und mittlerweile kostet jede Ausführung pauschal 1 €. Das klingt zwar nach nicht viel, aber bei einer Sparrate von zum Beispiel 50 €, da sind 1 € immerhin 2%. Und das schmälert wieder unsere Rendite. Natürlich heißt es für einen Einsteiger nicht, der Anbieter, der am meisten kostenlose sparplanfähige ETFs anbietet, ist der beste. Es ist aber ein kleiner Anhaltspunkt, wo man eine größere Auswahl hat. Wichtiger aber als die große Auswahl ist noch, welche ETFs überhaupt angeboten werden. Denn ganz viele schlechte ETFs anzubieten, das bringt uns als Sparer ja auch nichts. Dann lieber ein paar sehr gute, die schon über mehrere Jahre gut funktioniert haben und auch eine sehr gute Kostenstruktur haben. Dafür schaut man am besten bei den jeweiligen Anbietern vorbei und muss natürlich zu Beginn etwas vergleichen. Dafür hat man danach aber weniger Aufwand, weil der Sparplan ja einfach Monat für Monat weiterläuft und man nicht mehr viel beachten muss. Wie angesprochen sind diese Kriterien ja auch nur wichtig für die Beginner oder für Leute, die wirklich nur den kostenlosen ETF-Sparplan bevorzugen. Leute, die in andere Fondssparpläne investieren wollen, wo es auch um aktiv gemanagte Fonds oder andere Produkte geht, die sollten, wie gesagt, auf andere Faktoren achten. So gibt es dort dann andere Gebührenstrukturen und auch die Anzahl wird immer wichtiger an angebotenen Produkten und Fonds. Man sollte also, wenn man diesen nächsten Schritt wagt, nachdem man sich mit den ETF-Sparplänen genauer befasst hat, ganz anders auf das Thema schauen. Wir wollten zumindest mit unserem Vergleich mal einen Einstieg in das Thema bieten und so wie ihr es von uns kennt, wollen wir auch noch so transparent wie möglich sein. Wir persönlich haben uns für die Consorsbank und Comdirect entschieden, um unsere eigenen Gelder zumindest im Bereich der kostenlosen ETF-Sparpläne anzulegen. Bei der Consorsbank muss man allerdings auch kritisch sagen, dass momentan die Menüführung und die Optik so ein bisschen altbacken ist und es ist nicht ganz so einfach herauszufinden, wo die kostenlosen ETFs zu finden sind. Die Comdirect hingegen, die ist absoluter Spitzenreiter in dem Bereich. Die haben eine super Menüführung, das schon über Jahre hinweg und es ist wirklich leicht in der Handhabung. Am Ende entscheidet auch da wieder immer die persönliche Einstellung zum entsprechenden Anbieter. Und für mich war es nicht ganz so entscheidend, wie gut die Menüführung ist, weil ich schon ein bisschen mehr in dem Thema drin war. Also habe ich mich für die Consorsbank entschieden, die wirklich eine große Auswahl hat, eine gute Technik und mit 25 € einen auch wirklich breit streuen lässt. Und für Julian war eher die Comdirect das passendere Produkt, weil man sich dort einfach besser und einfacher zurechtfindet. Noch ein Hinweis von unserer Stelle. Beachtet aber immer bitte, dass sich an den Konditionen, an den Angeboten der entsprechenden Anbieter natürlich etwas ändern kann. Beruft euch nicht einfach nur auf dieses Video. Wir haben das jetzt mit Stand August 2019 gedreht. Also wenn du das Video zu einem späteren Zeitpunkt schaust, unbedingt immer bei den Anbietern direkt nachschauen. Es kann sich auch lohnen, denn immer wieder gibt es sogenannte Neukundenaktionen, wo man dann zum Beispiel 25 oder 50 Euro als Neukunde einfach geschenkt bekommt. Das ist ja ein schöner Einstieg, wenn man dann sein Depot mit dem Geld etwas aufbessern kann. Testet es am besten selber und egal für welchen Anbieter ihr euch entscheidet, wichtig ist überhaupt mit dem Investieren sich zu beschäftigen und mehr aus seinem Geld zu machen, als das Ganze einfach in irgendeine Versicherung, Bausparvertrag oder am besten noch aufs Sparbuch zu legen, weil da wird das Geld nicht unbedingt vermehrt. Unterm Video haben wir für euch mal die Anbieter verlinkt und wir wollen ja transparent sein, wie erwähnt. Das sind natürlich auch Affiliate-Links, wenn der ein oder andere jetzt vielleicht unten mag, hey, das habt ihr nur gemacht, um damit Geld zu verdienen. Nein, wir haben sie euch einfach unten verlinkt und ja, wir bekommen eine Provision, wenn ihr darüber ein Depot eröffnet. Ihr habt allerdings keinen Nachteil dadurch, die Konditionen bleiben genau die gleichen und auch alle Neukundenaktionen, die der entsprechende Anbieter hat, bleiben erhalten. Ihr unterstützt damit aber unser Projekt und habt damit
keine weiteren Kosten oder Aufwand und wir freuen uns darüber, über eure Unterstützung. Viele verschweigen sowas leider im Internet und wir wollen da ganz offen sein. Schreibt uns doch auch gerne mal in die Kommentare, welche Fragen ihr habt oder wie eure Erfahrungen waren bei der Auswahl der einzelnen Depotanbieter. Wir sind gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Damit ihr in Zukunft keines unserer regelmäßigen Videos aus dem Thema persönliche Finanzen, Steuern und Versicherungen mehr verpasst, würde es uns außerdem freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Ich freue mich auf das nächste Video mit euch. Euer Finanznerd Simon.